Bitte keine Lava, bitte keine Lava. So. Ja, ah, da ist er. Jetzt fetzt er uns hier nochmal unser Dach weg. Na, geh doch mal drauf da. Wow, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Uncoole Sache, uncoole Sache. Wow, ich kann hier gar kein... Wow, ich bin doch doof. Ich kann doch gar kein Wasser hier nehmen. Ah, ich vergesse es immer wieder. Also gehen wir jetzt erstmal zurück, bevor wir ganz kaputt gehen. Sichern wir uns erstmal, was wir erobert haben. Wow. Ich weiß, ich... wie cool ist denn das jetzt? Habt ihr das eben gesehen? Da war doch eine Wand oder hinten... spinne ich jetzt? Das ist doch niemals unser Netherportal. Hallo? Uncool. Wo sind denn wir jetzt hier? In welcher Höhe? 32, das heißt relativ oben. Relativ ist mir jetzt relativ ungenau. Aber relativ nett, dass wir hier wenigstens gerade Eisen direkt vor der Nase haben. Aber bevor ich jetzt hier weiter runter gehe, werden wir uns jetzt hier ganz böse und ganz krass Richtung aufwärts bewegen. Boah, ich habe schon gedacht, da kommt jetzt Lava runter. Boah! Halleluja! Vorhin eiskalt erwischt. Und der hat uns das Netherportal ausgemacht. Was aber nicht so tragisch ist, wir haben Feuerzeug dabei. Aber, oh! Jetzt hier, ne? Nicht übermütig werden, Herr Zombie. Wollen wir uns bitte nicht kaputt machen. Irgendwo höre ich hier noch mehr Zombies. Da. Tschüss. 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 Hier ist schon wieder so ein riesen Höhlenkomplex. Also hier haben wir später gut was zum Erkunden, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, sorry, das verleitet mich gerade. Doch ein wenig. Hatten wir schon irgendwo ein... Nee, dann wäre das alles ausgeleuchtet hier. Ich darf mich nur nicht verlaufen jetzt. Und nicht runterfallen. Aber die schönen Sachen im Leben darf man sich mitnehmen, ne? Warum zum Teufel bin ich nicht in unserem Netherportal ausgekommen? Ich weiß nämlich gerade auch nicht die Koordinaten von daheim. Was ich schon mal gut finde, die Ebene ist gut für Eisen. Und Eisen können wir sowieso brauchen, weil wir da eben ein bisschen was von verbraucht haben für die Kolben. Und mit Sicherheit noch mehr brauchen für Kolben und vor allem für Trichter und Eisenbahnen und so. So, hier ist eben alles zugefallen soweit. Dann versuchen wir uns erneut hochzubuddeln. Glücklicherweise habe ich ein paar Fackeln dabei, weil Holz haben wir gerade nicht. Oh. Hier haben wir schon die nächste Höhle wieder. Höhlenstufe. Da geht's aber nicht hoch. Nein, eher wieder runter. Lassen wir also. Boah. So.
süchtig. Weil, wie gesagt, so extrem viele Fackeln habe ich jetzt nicht dabei. Warte mal, Sand. Sand. Lehm. Wir sind irgendwo unterm Wasser. Risiko? Risiko. Gut. Wie gedacht, wir sind irgendwo unterm Wasser. Lass mich doch mal irgendwo hin, so. Damit uns das Wasser jetzt aber da nicht alles extrem wegspült. Jetzt lass mich doch mal hier. Danke. Oh ja, du bleibst weg. Das ist schon mal ganz gut so. Oh. So. Du kommst nämlich jetzt hier auch nicht rauf, selbst wenn das Wasser da weg ist. So. Mit etwas Glück sind wir irgendwo bei unserem Sumpf. Mit etwas Pech irgendwo anders. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unseren kleinen Wasseraufzug dann. Und werden diesen jetzt mal benutzen, um hoffentlich. Wow, ganz schnell. So. Also, hier müssen wir uns erstmal markieren. Ja, Zombie. So, und jetzt müssen wir irgendwie zurückfinden. Was ich irgendwie voll uncool finde, vor allem weil wir gerade Nacht haben. Ach da, das sieht doch nach uns aus. Das sieht doch nach uns aus. Gut. Aber ich frage mich immer noch, warum das Netherportal hier irgendwo aufgegangen ist. Vor allem, wo war das jetzt? Darunter oder darunter? Darunter. Okay. Da müssen wir dann uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Mal auf Dauer. Oh, der hat Eisen fallen lassen. Sehr netter Zombie, sehr netter Zombie. Danke. So, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir noch relativ in der Nähe ausgekommen sind. Wenn ihr da mehr wisst als ich, warum wir jetzt nicht im selben Netherportal ausgekommen sind, immer her damit. Würde mich brennend heiß interessieren. Denn das hätte ganz böse enden können. Ups. So, hallo? 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 So, da bin ich dann auch wieder. Nachdem ich dann gerade nochmal angefangen hatte, hier wieder dann aufzunehmen, als ich in Minecraft so weit drin war, hatte ich dann das Problem, dass sich die Tonspuren überschnitten hätten. Und entsprechend musste ich das Ganze dann nochmal kurz starten. Warum gerade dieser Fehler da war, weiß ich nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich zum Teil auch rausschneiden. Das heißt, über den Fehler, wo ich gerade rede, werdet ihr wahrscheinlich gar nichts von mitbekommen haben. So, jetzt gehen wir dann aber nochmal kurz gucken, ob hier schon irgendwas gewachsen ist. Nein, ist es nicht. Das dauert immer wohl etwas mit den Pilzen, aber es funktioniert. Das hatte ich zumindest in der Multiplayer-Welt soweit getestet und es war auch gut dort. Da wächst auch alles, wunderbar. Mal just runter kurz gucken, ob unser Portal hier noch an ist. Das würde mich ja jetzt echt mal interessieren. Ja, das ist an. Warum bin ich nicht hier rausgekommen, sondern da hinten? Ich kann mich nicht dran erinnern. Und da war es ja auch nicht ausgeleuchtet. Aber wir sind hinten rausgekommen. Naja, nun gut. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen mitgebracht aus dem Nether. Die werden wir jetzt unten nochmal entsprechend einlagern. Eine Freikiste haben wir, glaube ich, nicht. Deswegen packe ich es jetzt mal hier mit rein. So, ein wenig Quarz. Ein wenig Eisen vom Zombie. Das andere Eisen schmelzen wir jetzt direkt mal ein.
So, dann haben wir ein bisschen Mob Drop mitbekommen. Lehm können wir auch mal direkt wieder anstellen zum Fackeln. So, dann haben wir etwas Kieszeugs bekommen. Und beim Kieszeug machen wir jetzt auch mal hier die Nethersteine mit rein. Die Cobblestones haben wir jetzt noch nicht verwendet, also Pflastersteine. So, und die Erde packen wir da mit rein. Dann haben wir noch einen Obsidian über. Und das Feuerzeug packen wir bei Werkzeug mit rein. Da wir jetzt gerade ganz viele Spitzhacken haben, gehe ich jetzt mal eben runter. Und was hatten wir hier gemacht? Gar nichts. Ja. Das ist, glaube ich, hier so komisch, weil hier überall noch etwas ist, wo wir vorlaufen. So, das hier müsste ja die Ebene gewesen sein, wo unsere Monsterfallen sind. So schaut's aus. Da muss ich mir auch noch mal was überlegen. Oh. Besser ein bisschen heilen lassen. Höhen wir die erstmal ein bisschen aus. So, da sind wir dann auch schon mal gewesen. Hier war ja, glaube ich, irgendwo auch die Schlucht. War das jetzt schon die zweite, die ich gerade, oder war das die erste, wo ich vorbei bin? Nein, die erste. Die zweite war aber auch hier. Da ist sie. Gut. Dann gehen wir hier mal zwischen. Ja, ich weiß, dafür nimmt man normalerweise die Spitzhacke nicht, aber das ist gerade wurscht. So. Von da sind wir damals hierher. Machen wir hier jetzt mal eine Fackel dran, einfach so mitten rein. Ach ne, da, so. Einfach mal so ein bisschen drumrum, dass wir das von außen wie innen begutachten können, quasi. Boah, wo kommst du denn jetzt her? Hammer, Freund. Bist du jetzt hiervon gespawnt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber das ist ein Skelett-Spawner, ne? Den einen Sattel kann man auch mal mit rausnehmen, dann kann man das Ding nämlich direkt mal. So, also irgendwie finde ich gerade Minecraft ein bisschen komisch, Buggy. Ein Skelett, das einfach vor einem auftaucht, ein Netherportal, das so nicht stimmig war. Irgendwie etwas seltsam. Oh, nur ein bisschen. Macht's aber auch wieder spannender. Finde ich persönlich. So, denn so wirklich spannend ist es ja aktuell nicht, wenn ich hier ein bisschen rumhaue, aber das gehört halt, wie gesagt, wie immer mit dazu. Ich bin mir auch noch immer so einen Plan am machen, was ich wo wie machen könnte. So, hier war doch irgendwo eine Schlucht oder so. Nee, doch, doch, war hier. Alles ziemlich verwinkelt und nicht wirklich beleuchtet. Sumpfwasser. Warum haben wir hier Sumpfwasser? Warum ist das nicht abgestellt irgendwie? Zugebaut oder sonst was? Das kommt doch da raus. Na ja, dann machen wir das jetzt einfach zu. So. So, hier ist so nichts drin. Hier können wir mal ein bisschen Licht setzen zwischendurch. Von oben wird uns wahrscheinlich eh immer mal was auf den Deckel fallen. So, wir waren aber hier schon relativ weit rum, wie ich sehe. Genau, wir waren doch da hinten um die Ecke. Da oben ist noch Eisen.
Ups, da kommen wir nicht hoch hier, aber.